Jungsmusikszene heute wieder im Jugendzentrum Aurich und das ist hier die Hochburg der Metal-Szene in Ostfriesland. Worum geht es heute? Nicht nur um Metal, sondern um eine Benefits Night für den Elternverein krebskranker Kinder. Es waren bis zu 174 Gäste da. Es waren den Einnahmen bis zu 900 Euro an die krebskranke Kinderstiftung für den Elternverein. Vorhin haben die Headliner-Band gespielt, Osarion. Davor meine Band, The Creatures from the Tomb, Monster und Hernery. Ein sehr schöner Abend. Viele Leute in allen Altersrichtungen waren da, bis zu jung, bis zu alt. War ziemlich spaßig, war super und das würde ich gerne nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal machen. Ihr habt gerade gesagt, ihr möchtet öfter so eine Veranstaltung ja, hier. Ja, ja, was genau wollt Metal. Ihr da? Metal. Was Metal? Es gibt so viele verschiedene Richtungen. Also Hardcore wäre am geilsten, weil ich bin mehr so Hardcore. So ja. Post-Hardcore. Und noch Bombe. Richtig geil. Nee, Creatures sind geil. Ich glaube, dann müssen wir auch alle Metalcore-Stellung. Ich soll das Interview machen. Ja, 30 cm Abstand. Ja, weshalb seid ihr denn hier? Musik, Atmosphäre. Ja. Musik, Atmosphäre. Es geht jetzt darum, dass die beiden einen Hip-Hop-Abend organisieren wollen hier. Hip-Hop? Also, wer will einen Hip-Hop-Abend organisieren? Ja, du ja, nicht. Ja. Schämt euch. Dann geh mal weg. Okay. Heute ein bisschen was für den guten Swag machen. Metal im Jute ist sowieso geiler, aber Hip-Hop wäre auch die geil. Die Atmosphäre wird für Hip-Hop. Nee. Doch. Ist ja immer auch Geschmackssache, ne? Das Jute könnte definitiv mehr Alternativen anbieten. Ja, das stimmt. Aber das wird total floppen, weil es einfach mittlerweile im Brauch ist. Es ist Standard. Das ist. Wenn man sich jetzt zum Beispiel den Schlachthof anguckt, das hat ja auch was von der hier Underground-Szene, die jetzt aus Amerika übergeschwappt ist damals. Die haben ja auch, also Graffitis, Rap, passt auf jeden Fall auch gut zusammen. Aber auf jeden Fall haben wir hier mehr Metal-Hörer als Hip-Hop. Das definitiv. Und vielleicht liegt das auch daran, dass wir in Ostfriesland sind, ne? Das ist sowieso sehr viel vertreten hier. Na, hier ist es sowieso geil. Hier ist sowieso geil. Also auch wegen der Toleranz, ja, das Metal ja. Respektieren hier die Hopper. Ich bin kein Hipster. Bist du cool. Und jetzt zum Beispiel, alle sitzen zusammen zu feiern. Das ist richtig cool hier in Aurich. Ja, das stimmt allerdings. Ist toll abgegangen, also war voll. Und ja, ich will hoffen, dass viel Geld zusammenkommt. Wir haben von Early ein wenig gesammelt. Wir würden Bam gerne bitten, dass du das in die Kasse legst. Applaus. Ich möchte nichts mehr sagen. Ich bin viel zu nüchtern.